Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show Tutorial diesmal. Oder besser gesagt, How To. Heute möchte ich euch nämlich mal zeigen, da ich da jetzt auch schon Anfragen drauf bekommen habe, wie man überhaupt einen SpyGuard-Server macht. Einen professionellen SpyGuard-Server. Und ich werde auch die Config erklären und was dabei zu beachten gibt. Dazu komme ich dann auch nochmal einmal auf den Protocol Hack Server, da das immer noch gefragt ist. Das heißt, ihr könnt mit der 1.7 und der 1.8 joinen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon los. Da die offizielle Seite, wo man den Protocol Hack herbekommen hat, nicht mehr gibt, gibt es jetzt diese Seite, GetSpyGuard heißt sie. Hier könnt ihr auch ganz einfach die neue 1.8 bekommen. Ich benutze jetzt dieses Verfahren, da ihr sonst ein extra Programm runterladen müsstet. Und es wesentlich komplizierter mit Scripts und noch mehr ist. Wer sich jetzt denkt, dass die Seite vielleicht ein Fake ist, nein, ist sie nicht. Wir sehen hier auch schon, oh mein Gott, it's real. Also es funktioniert. Es ist keine Fake-Seite, keine Viren, sondern einfach eine ganz einfache Download-Seite. So, für die neueste SpyGuard-Version klickt einfach hier, GetSpyGuard. So, dann ladet ihr euch die runter, habe ich schon gemacht. Und für den Protocol-Hack klickt ihr einmal auf Download. Und dann auf SpyGuard Builds. Bucket braucht ihr nicht. Und Code Run auch nicht. Da diese sonst mit einigen Plugins inkompatibel sind. So, hier sehen wir jetzt eine Menge Dateien. Ja, welche würde ich jetzt nehmen? Kann schwierig sein, aber wir benutzen diese hier. SpyGuard 1.7.10, R01, Snapshot Build 1646. Das ist das letzte, die letzte Version vom Protocol Hack. Die richtige letzte Version war die 49, aber die gibt es nicht mehr. Also die 46 nehmen. So, die laden wir uns auch runter. Und dann sind wir soweit schon fertig. Hier habe ich jetzt die beiden Dateien, habe ich auch schon umbenannt, in SpyGuard Protocol Hack und in SpyGuard.jar. Dazu habe ich zwei Bat-Dateien, also komplett genannt Batch-Dateien. Und ja, wie ihr so eine Datei erstellt, ist recht einfach. Ihr macht einen Rechtsklick, neu, Textdokument und benennt ihr dann zum Beispiel Start um, Start.txt, und dort schreibt ihr dann in diesen, sag ich mal, in dieses Fenster, das zeige ich euch gleich, einmal so diesen Code. Jetzt nicht gleich abtippen, sondern ich erkläre noch kurz was dazu. Und zwar, da diese SpyGuard-Datei ist die 1.8.8. Das heißt, ihr könnt mit der 1.8 und allen weiteren Versionen drauf joinen. Bei Plugins müsst ihr aufpassen, dass die auch auf dem aktuellen Stand sind. Bestimmte 1.8 Plugins funktionieren mit einer 1.8.8. Oder auch 1.8.3. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied. Aber so, die meisten Plugins funktionieren. Da müsst ihr einmal den Autor fragen. Aber da, das ist meist gekennzeichnet. Deswegen funktioniert das auch. Und hier haben wir den Protocol Hack. Der Protocol Hack ist eine 1.7.10, ist ein 1.7.10 Server. Das heißt, 1.8 funktioniert hier nicht so. Das heißt, wir brauchen hier auch einen älteren und einen anderen Startcode. Deswegen nicht wundern, wenn es jetzt hier gleich Unterschiede gibt. Ich erkläre mal kurz den Code. Wir haben hier add echo off. Das heißt, ja, dass der Verlauf, sage ich mal, nicht gespeichert wird. Da, und dann müsst ihr als erstes den Pfad angeben. Diesen Pfad, wo euer Java untergespeichert ist. Bis zur Java-Exe. Da diese, die Batch-Datei darauf zugreift und dann Java startet. Mit der SpyGuard.jar als Anhang. Dann XMS1G heißt, er startet mit 1 GB RAM. So. Das 1 GB funktioniert, er sucht sich immer die nächste MB-Zahl raus. Das heißt, wer zum Beispiel sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, es gibt 128, dann sind wir bei 256, 512 und dann der nächste Malschrift wäre 1024.
und dann MW einfach hinten dran hängen. So wird man es normal machen. Ihr könnt aber auch Gigabyte nehmen. Es nutzt, es funktioniert. Das gleiche auch bei der 1.8. Diese Option ist eigentlich recht uninteressant. Die könnt ihr auch lassen. So, nicht MW, sondern M. Das könnt ihr lassen. So, dann Bindestrich Jar, weil es ein Jar-Typ ist. Und den Namen dahinter. So, in unserem Fall SpyGuardProtocolHack.jar. So, und dann habe ich noch geschrieben Pause. Das braucht ihr eigentlich beides nicht. Oder dieses Pause. Das heißt, wenn ihr jetzt den Server stoppt, schließt sich nicht sofort das Fenster, sondern ihr müsst noch einmal reinklicken und dann schließt es sich erst. Ist eine praktische Funktion. Hier habe ich jetzt eine etwas andere Datei. Und zwar, wir brauchen hier auch eine Datei, um unseren SpyGuard-Server, also den 1.8-Server zu starten. Dafür habe ich eine extra Datei angelegt. Ich werde auch später diesen ganzen Server-Tutorial-Ordner noch einmal verlinken und hochladen. Und zwar hier haben wir dieses @echo-off. Und dann, da ich auch gefragt wurde, wie erreiche ich das so schön, diese schöne Nachricht in der Konsole kommt bei jedem Start. Das ist dieses @echo. Damit sendet ihr so gesehen eine Nachricht. Das macht ihr, das braucht ihr nicht, das ist optional. Und jetzt haben wir wieder, das kennen wir ja schon irgendwo her. Hier haben wir wieder unseren Java-Pfad. Ich nutze, wie man auch hier schon sieht, Java 8. Dann haben wir, und hier kommt jetzt die Änderung. Ja, okay, MW weg. Hier haben wir nämlich einen Mindestwert, mit wie viel Minimum der Server startet. Dieses Minimum wird immer in Anspruch genommen. Und hier haben wir danach ein Maximum. Ihr solltet beide Werte angeben, sonst kann es zu Fehlern kommen. Hier habt ihr ein Maximum. Das habe ich einmal mit einem halben Gigabyte Minimum und einem Gigabyte Maximum. Der Server geht immer ein bisschen mehr oder weniger darüber, also das kann man nicht verändern. Und das ist der ungefähre Richtwert. Dann haben wir wieder Bindestrich Jar, weil es ein Jar-Typ ist, und den Dateinamen. So. Hier haben wir, sehen wir jetzt, wenn ich den Server stoppe, dann würde er go to, gehe zu, Pause. So, dann Doppelpunkt Pause. Das heißt, hier wird eine Schleife angesetzt und dieser Schleife ist Pause. Und das wiederholt er, geht immer wieder zu Pause. Das heißt, er startet den Server automatisch neu. Dieser kleine Teil sorgt dafür, dass euer Server neu startet. Für Netzwerke extrem wichtig. So braucht ihr euch nie um eure Server kümmern, die starten automatisch neu und es funktioniert alles. So. Jetzt haben wir das alles besprochen. Und dann kann ich das auch wieder schließen. Hier waren wir jetzt in unserer Testdatei. In der s.txt. Um jetzt ein Batch-Format hinzukriegen, geht ihr unter Speichern unter. Dann auf den Desktop. Und jetzt habt ihr hier eine Menge Dateien. Brauchen wir aber nicht. Wir machen einfach Punkt Bat schreiben wir ran. Sollte dieser Punkt Bat gleich bei euch da sein, ist das eine Ordneroption. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein, da es standardmäßig angestellt ist. Ansonsten geht ihr hier, guckt ihr hier, wo das ist. Das ist das 8. in meinem Fall. Und da stehen Bat, CMD und NT. So, und da könnt ihr Bat eingeben und speichern. So, und da hätten wir eine Bat-Datei. Ich empfehle auch das Programm Notepad++. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber es ist das beste Programm allgemein für Serverbearbeitung, da der Texteditor mit vielen Formaten nicht klarkommt. So, hier hätten wir es schon eine Startdatei. Ja, funktioniert nicht. Hier habe ich jetzt unseren Server-Tutorial-Ordner. Ich ziehe den mal kleiner. So. Wenn ich jetzt. Na, wir fangen mit dem Protocol mit 1.7. Ich ziehe jetzt diese Datei rein, kopiere sie und ziehe auch das Startprotokoll rein. Jetzt sollte alles funktionieren. Genau. Wir sehen schon eine. Okay. Ignoring Option Max Perm says Support was removed in 8.0. Das heißt, Java 8 benutzt diese Option nicht mehr. Für Java 7 Nutzer braucht ihr sie.
Ja, was steht hier noch soweit? Bungee Cord, das ist recht unwichtig. Und hier, das ist jetzt wichtig. This Spiker Build supports Minecraft Clients both auf Versions 1.7 and 1.8. Das heißt, ihr seht bei, also ihr könnt beide Versionen. Das Build ist mehr als 2 Tage alt. Ja, da kommen auch keine Builds mehr. Und jetzt, nicht, wer jetzt denkt, oh Gott, es hat nicht funktioniert, was hat der bloß angestellt oder irgendwie, was hat er da für Müll erzählt? Nein, es funktioniert alles. Und zwar, ihr solltet diese Datei haben. Wenn ihr sie nicht habt, dann hat was nicht funktioniert. Und zwar, seit, ich glaube, Ende 2014 gibt es eine Euler. Diese Euler wurde damals von Mojang rausgebracht, die man akzeptieren muss. Das heißt, dadurch wird zum Beispiel verboten, dass ihr, wenn ihr mit Servern Geld verdient, dürft ihr dieses Geld nur für den Server wieder selbst verwenden. Ihr dürft es nicht für eure privaten Zwecke nutzen. Und das akzeptiert ihr damit. So, dann starten wir ihn wieder. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Wenn man jetzt von größeren Netzwerken spricht. Ein kleiner Server, da wird niemand kommen und euch wegen der Euler oder so irgendwo rankommen. Das ist egal. Zum Beispiel die Euler sagt da auch, dass man kein Vorteile für Echtgeld verkaufen kann. Und jetzt sehen wir schon, es startet alles schön. Ach, das ist ja schön. Es funktioniert ja alles. So, dann. Und dann können wir einfach Stop eingeben. Und er stoppt wieder. Wir haben jetzt den Plugins-Ordner, World-Ordner, Server-Properties-Ordner. Und ich werde jetzt in der 1.8-Version darauf eingehen, da es die 1.8 noch ein bisschen erweitert ist, aber es genau das gleiche ist wie die 1.7. Das heißt, wieder schließen. Und jetzt starte ich ihn auch noch einmal, damit auch jeder sieht, dass ich mit der 1.8.8 auf einen 1.7 Server joinen kann. Und niemand später sagt, gefälscht. So. Gucken jetzt. Er hat gestartet. Ich joine dem Localhost. Logging in. Es kann ein bisschen dauern, da es 1.7 mit 1.8 vermischt wird. Aber wir sehen, 1.8.8 auf einem 1.7 Server? Ja, es geht. Okay, damit habe ich das schon mal bewiesen. Das heißt, ich disconnecte wieder, kann meinen Cache hier zumachen und kann den Server schließen. Wenn ihr ihn über das Kreuz schließt oder irgendwie anders wie ein Taskmanager, was weiß ich, kann es passieren, dass die Welt nicht gespeichert wird, dass Optionen nicht gespeichert werden. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. So, Spygod 1.8. Hier das ähnliche Verfahren oder das gleiche Verfahren. Wir kopieren die beiden Dateien. Und was ich mir angewöhnt habe, falls ihr euch gewundert habt, Start und dann 1.8.8. Das habe ich gemacht, da ich es gewohnt bin, für jede Version eine einzelne JAR-Datei zu haben. Für 1.8.7, dann die 1.8.4, 1.8.3 und die 1.8.0. So, das sind alle 1.8-Versionen. Okay, was hat er jetzt? Was hat er? Ach so. Okay, das ist ein Fehler, den kann ich noch gar nicht, aber es ist mal gut zu wissen nochmal. Und zwar, ihr seht jetzt, in diesem Server-Tutorial-Ordner habe ich ein Plus drinne. Das heißt, Plus mag er nicht, kann er nicht starten. Okay, kann er nicht starten, können wir nichts machen. Und jetzt sehen wir schon, wie ist der? Oh, es funktioniert. Hier auch dieses schöne. So. Starting Minecraft-Server-Version 1.8.8. You need to agree to Euler in order to run the server. Wie ich schon gesagt habe, Euler. Starten. Okay, true. Ja, wir akzeptieren die. Und die Server-Properties-Datei. Nicht viel dran. Also jetzt noch nicht anfassen. Wir starten wieder. Und wir sehen, er generiert. Oh, jetzt sind ja auch eine Menge Ordner aufgeploppt. Funktioniert. Jetzt startet er das hier alles. So. Ich habe mal gerade meinen Stuhl nicht gehört, aber naja, okay. So, er generiert das jetzt alles.
Ja, weiter generieren. Und dann. Wir stoppen ihn. So. Und das war nicht die Schleife. Hier fehlt irgendwo ein kleines Stück in der Schleife. Das habe ich, glaube ich, mit Absicht sogar raus. Ja, habe ich mit Absicht rausgenommen. Stimmt. Da war ja was. Ist ja auch jetzt egal. So, wir haben jetzt hier eine Menge Ordner. Die Whitelist ist klar, was das heißt. Da könnt ihr die User drauf adden. Zum Beispiel könnt ihr jetzt. Ja, wen nehme ich denn da? Das würde ich aber in-game machen, da sonst die Formatierung ist. Also zum Beispiel theoretisch. Nein? In den Klammern bitte. Wie 2212. So, das heißt, ich kann auf den Server joinen. Brauchen wir nicht. Speichern. So. Dann haben wir den User Catch. Nicht anfassen. Ist eine temporäre Datei. Spygod.yml. Wenn man diese Datei öffnet, was man ja, weil der Name hier sagt, ja, Spygod kann man ja mal gucken, sind hier viele Optionen. Ich würde die Datei normal nicht anfassen. Ansonsten beliest euch erst, wie diese Datei, da dort sehr viele Optionen sind. Zum Beispiel, wenn ihr ein Bungee-Code-Netzwerk nutzt und dann denkt, ach, ich kann hier Bungee-Code auf True stellen. Nein. Es wird euch das Netzwerk zerschießen. Die User werden andere, wird anders gespeichert und es wird einfach nicht mehr funktionieren. So, hier haben wir jetzt eine Option. Restart und Crash. Restart und Crash bedeutet, wenn das Server crasht und ihr habt einen Start.sh in eurem Ordner, dann startet ihr einfach den Server, ruft diese Datei auf und startet ihn neu, wenn ihr das in der Datei drin habt. Wenn ihr da einen Stopp drin habt, dann stoppt er ihn. Er füllt sie aus und dann wird sie ja gestoppt. Könnt ihr ein paar Messages ändern, Commands. Dann, ja, Word Settings, würde ich einfach alles nicht anfassen. Dann haben wir Permissions YML nicht nutzen. Bucket Permissions, ein anderes Permissions Plugin runterladen. Das nicht anfassen. OP-Datei. Auch recht selbsterklärend. Würde ich auch in-game machen. Dann Help braucht ihr nicht, Commands, Bucket YML, es wird alles nicht angefasst. Die Bucket YML kommt daher, Spygod basiert ursprünglich auf Bucket, daher haben sie die Datei drin gelassen. Banned IPs und Players auch in-game. Das gleiche hier auch wieder, Plugins, Ordner, World Ordner. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Den Properties. Generator Settings könnt ihr leer lassen, auch wieder dazu. Sollte man sich auch nochmal belesen. OP Permission Level. Das heißt, so viel wie wenn jemand OP hat, gibt es verschiedene Stufen, die man ausführen kann. Ich weiß nicht alle Stufen aus dem Kopf. 4 ist das höchste, zum Beispiel 1, glaube ich, sperrt, glaube ich, Konsolenkommands, ich weiß nicht genau. Ist auf jeden Fall, braucht man nicht anfassen. Einfach auf 4 lassen. Dann Allow Nether ist, glaube ich, klar. Das heißt, womit, damit ihr auf den Nether kommt. Resource Pack Hash ist, jetzt muss ich immer kurz gucken. Wenn ihr zum Beispiel ein Ressourcenpaket, wenn ein Spieler joint und in der Mitte ploppt eine Nachricht auf, ja, bitte lade dieses Texturenpaket runter. Das ist diese Option, Resource Pack. Da würdet ihr dann einfach den Link reinposten. Nicht in diesen Hatch, der Hatch bleibt leer. Level Name World, das ist die Standardwelt. Enable Query braucht ihr nicht. Das ist auch ein bisschen komplizierter zu erklären. Dann Allow Flight ist, sagt alles. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Flyer Hack anhat und die Option ist auf True, wegen auch Plugins, die es vielleicht sonst euch irgendwie runterschmeißen oder so, dann könnt ihr einfach lustig, wie ihr Bock habt, durch die Gegend fliegen. Deswegen, ich lasse die auf False, da viele Plugins dafür einen speziellen Modus drin haben. Und das im Game. Announce Player Achievements würde ich standardmäßig auf False stellen. Das ist einfach, wenn jemand einen Erfolg erzielt, zum Beispiel Brot gebacken, dann sieht jeder Server, ja, Herbie hat Brot gebacken. Gut. Braucht ihr nicht. Serverport. Der Standard Serverport ist 25565. Kann man lassen. Solltet ihr aber in Netzwerken machen, was ich hier auf Anfrage auch nochmal machen kann, da das komplizierter ist, werde ich das auch machen, da ich es
mich mir sehr gut mit Netzwerken auskenne, würde ich das machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 255, was nehmen wir denn da so? 66 geht. Das ist ja nicht mehr Standard Minecraft. Dann würde ich hier Localhost. Hey, wieso funktioniert das? Das ist doch auf meinem Rechner. Ja, aber nicht im richtigen Port. Ihr müsstet einen Doppelpunkt machen und dann 255 66 eingeben. Hinten dran hängen. Brauchen wir nicht. Also weg damit. So, also wieder umändern, nicht, dass ich nachher mich wundere, wieso es nicht geht. Level Type, Default, gibt es ja auch Flat. Sagt alles. Aircon ist, wenn man zum Beispiel, es gibt mittlerweile Apps fürs Handy, die kann man sich runterladen und da kann man eine Aircon-Adresse hinterlegen. Und mit dem Handy greift man dann auf diese Aircon-Adresse zu. Dafür muss der Server an sein. Braucht ihr aber standardmäßig nicht. Level Seed sagt auch alles, der Standard Seed für die Nummer, also wenn ihr erstmal die Welt generiert, könnt ihr hier einen Level Seed eingeben. Force Game Mode. Wenn ihr jetzt den Game Mode auf, was weiß ich, Spectate zum Beispiel haben wollt, dann müsst, und ihr wollt, wenn einer joint, du musst diesen Modus drin haben, es gibt nicht anderes. Normal wird er eigentlich zurückgesetzt, aber das ist nochmal die Absicherung, dann stellt ihr diese Option auf True. Server IP. Das ist an sich recht klar. Hier tragt ihr, wenn ihr, ich habe das jetzt auf meinem Localhost, deswegen brauche ich das nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Host habt, gebt euch eine IP und die tragt ihr da ein. Das ist dafür, damit andere Leute auf diesen Server zugreifen können. Zum Beispiel, ich kann euch jetzt sogar die Localhost IP, es gibt eine IP von Localhost aus dem Kopf sagen, entweder 0.0.0.0, sehr kreativ. Oder, was man eher benutzen sollte, 127.0.0.1. Network Compression Threshold, diese Option gab es zum Beispiel in 1.7 nicht. Braucht ihr auch nicht anfassen. Das ist ein Netzwerk, ja, wie sagt man am besten? Puffer, also es ist, es, guckt einfach nur, wie die, es verwaltet die Auslastung. Würde ich so lassen. Die maximale Bauhöhe ist klar, 256 Standard. Spawn NPC ist true, würde ich auf true lassen, sonst. Wenn ihr zum Beispiel ein Plugin nutzt, was NPCs nutzt, zum Beispiel Citizen, funktioniert das nicht. Deswegen anlassen. Whitelist hatten wir vorhin schon gesagt. Kann man an- und auslassen, braucht man standardmäßig nicht. Spawn Animals auf True lassen, außer ihr wollt nur einen Lobby-Server haben, dann könnt ihr das natürlich ausschalten. Hardcore. Wenn einer stirbt, fliegt er komplett vom Server, wird gebannt. Ja, braucht man nicht so wirklich. Snooper enabled. Auch würde ich auf standardmäßig true lassen. Dazu sollte man sich auch nochmal genauer belesen. Online-Mode true. So, jetzt nochmal ein kleines kurzes Thema. Der Online-Mode. Ich erkläre es einmal kurz. Ich hoffe, ich erkläre es nicht zu kompliziert. Jeder Spieler hat eine UUID. Unique User ID. Diese wurde, wenn ihr Minecraft kauft, wird sie einmalig festgelegt. Da könnt ihr nichts ändern. Die wurde eingeführt mit 1, also mit dem Namenswechsel. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ja, ich wechsle mal meinen Namen und ich bin irgendwo gebannt, dann geht's ja wieder. Nein. Außer der Server ist irgendwie nicht mehr zu alt. Dann vielleicht. Oder der Owner merkt es einfach nicht. Dann funktioniert das. Wenn aber jetzt auf Online-Mode True ist, dann funktioniert es nicht. Da, jetzt zum Beispiel, ich schreibe es mal hier unter, Herbie 2212. So. Davon die UUID wäre dann zum Beispiel irgendwie sowas. Ist egal. Wenn ich jetzt mich aber in Klaus umbenenne, dann de und denke auch, hier komme ich rauf. Nein, weil das hier immer noch die gleiche ID ist. Das heißt, es funktioniert nicht. Weil wenn der Server mich durch, wenn der Server den Online-Mode auf True hat, dann erkennt er mich dadurch. Und das funktioniert nicht, ich bin ja dadurch gebannt. Also komme ich nicht rauf. Beim Offline-Mode wurde es so gelöst, wenn jemand joint, dafür gibt es extra Plugins, dass die Namen gesaved werden. Aber wenn jemand joint, und jetzt zum Beispiel auch Klaus, dann hätte er nämlich dies so eine ID. Oder so. Das heißt, nicht mal sein Re-
Ich hätte nicht mal meine richtige ID durch den Offline-Server, damit das möglich ist. Also auf True lassen, sonst ohne Schutz-Plugins seid ihr frei für Angriffe. Online-Mode hatten wir gerade, Resource-Pack ist klar, PvP, True or False, das ist im ob an oder aus auf dem kompletten Server, Difficulty ist auch recht klar, 0 ist peaceful, 1 ist easy, 2 ist normal und 3 ist hart. Enable Com Block, das ist auch manchmal eine umstrittene Frage auf Servern zwar. Comment Blöcke sind, damit könnt ihr riesige Kommandos und was weiß ich alles in Minecraft einbauen. Diese sind aber auch mehr ressourcenfressend und ja, vorne halt viel mehr Fläche. Ich würde sie standardmäßig auf False lassen, da ihr sie nie braucht. Game Mode 0 ist klar, Survival 1 Creative 2 Adventure 3 Spectate. Und jetzt sollen wir bitte keine anfangen, in diesem Protocol-Hack, also in der 1.7, Game Mode 3 hinzuschreiben. Den gibt es erst seit der 1.8. Das gibt Fehler. Also nein. Player Idle Timeout ist auf 0, das heißt, es gibt kein Timeout. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf 20 habt, dann wird er nach einer bestimmten Zeit, 20 Sekunden, dann halt geflogen. Wenn er jetzt im Logging-In-Monitor ist und extrem schlechtes Internet hat, wird er spätestens nach 20 Sekunden rausfliegen. Max Players sind die maximalen Spieler, da gibt es aber auch Plugins. Wenn ihr jetzt einen Server kauft auf Nitrado mit einer festen Spielerzahl, gibt es Plugins, die diese Spielerzahl umgehen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Es ist, ich weiß auch, wie es funktioniert, also wie man sowas programmiert. Aber ich würde es, zwar es wird einfach vorgetäuscht, dass man noch genug Platz hat, indem dort eingegriffen wird, wenn man sich einloggt, dann wird dort eingegriffen. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil das straf, also ich würde erst beim Host nachfragen, wenn er es verbietet, kann das sogar strafliche Folgen haben. Spawn Monsters ist klar. Generation Structures. Was haben wir da? Villager Dorf, Wüstentempel und die anderen Tempel. Kann man auf True oder False lassen. Wenn ihr aber schon die Welt habt und dann auf False stellt, dann bringt es natürlich nichts. View Distance 10 ist eigentlich fast schon unnötig, weil jeder Spieler stellt das selbst ein. Aber okay. Und MOTD wird auch meist in Caps Lock geschrieben. Also komplett groß. Message of the Day heißt es einfach nur, und das ist im Minecraft-Server. Das ist, wenn ihr in der Serverübersicht seid und dort die ganzen schönen Farben stehen. Dann geht das. So könnt ihr keine Farben benutzen, würde ich mir ein Plugin runterladen, funktioniert und geht schnell. So, das war die Properties-Datei. Können wir mal starten, ob es auch funktioniert. Und ja, dann wären wir sogar schon fertig. Okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde. So, wir schauen den Localhost 1.8.8. Beim ersten Mal kann es mir sammeln. Und ich bin drauf. Yay! Es funktioniert alles. Es läuft. Und ja, wir sind 1.8 auf dem 1.8 Server. Und ja, dann würde ich sagen, wann habe ich jetzt oft und gesagt? Würde ich sagen, soll es auch erstmal hierfür gewesen sein. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch so gut ich kann. Ich werde wahrscheinlich dann nochmal den kompletten Server ordnen, wenn es gewünscht wird. Muss ich mal gucken. Auf Mediafire hochladen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Und bis dahin, tschüss.